Die Art, wie das Kind handelt, ist für uns eine beständige Quelle der Offenbarung. Kindern fällt es schwer, sich auf verbale Anweisungen zu konzentrieren. Ganz anders verhält es sich mit greifbaren Objekten. Das sich entwickelnde Kind muss ständig in Bewegung sein, aktiv sein, hinsehen, denken, überlegen. Immer gibt es etwas zu tun. Es ist ihm nicht wichtig, was die anderen wissen. Das Kind will selbst lernen, die Welt selbst erfahren, sie durch eigene Anstrengungen kennenlernen. Einmal hatte ich eine Vision von einem Kind. Es war das Bild eines stehenden Kindes mit ausgebreiteten Armen, das die Menschheit einlud, ihm zu folgen. Und ich legte das Versprechen oder gar das Gelübde ab, der Jünger jenes Meisters, des Kindes, zu werden.